So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem YouTube-Kanal. Heute geht es mal ein bisschen um uns Mitarbeiter, das heißt, wir haben uns selber ein bisschen hops genommen. Und zwar werden wir heute 9 Arten von Mitarbeitern sehen. Ich wünsche euch ultra viel Spaß mit dem Video. Bevor es losgeht, lasst doch einfach kurz ein Like da, ein Abo, würde uns ultra freuen. Gerne auch drunter kommentieren, was ihr so noch sehen wollt von uns. Hilft uns extrem weiter, ist für euch nur ein Klick, würde uns freuen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und dann sehen wir uns nach dem Video noch mal kurz. Ohne Kaffeekippe geht gar nichts. Oh, ist das angenehm zu arbeiten. Digga, kannst du mal nicht rauskommen, helfen? Das sind noch nicht mal eine halbe Stunde am Arbeiten. Ja, deswegen. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Bin gleich da, du kriegst es noch hin, oder? Ja, gut. Also beeil dich. Jo. Wer ist der eigentlich? Eine Ewigkeit später. Hey, wo willst du hin? Ah? Wo willst du hin? Ich will nur kurz eine rauchen, Digga. Bruder, du hast mir vor 5 Minuten gesagt, du kommst gleich raus und hilfst mir. Zu einem Kaffee gehört halt auch eine Kippe. Jetzt mach doch. Ist doch nichts los. Mann. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ja, Digga, bist jetzt fertig mit Rauchen? Digga, gleich. Digga, komm jetzt raus! Bruder, ich hab einen geraucht und hab Kaffee getrunken. Du weißt, Digga, Hinterausgang meldet sich. Ach. Wie, ihr seid schon fertig? Aha, also die haben sich das jetzt gerade schon am Umbauen. Aber da habe ich mich jetzt gut runtergedrückt. So, Jungs, da bin ich. Wollen wir umbauen, oder? Wie sieht's aus? Nö, nee, klar. Vor allem umbauen. Ja. Ja, okay. Ach so. Mach, gut. Ja. Nächstes Mal, ne? Das Konformantenbläsle. Marcel! Kannst du kurz? Was ist denn? Kannst du kurz? Ah, ich muss übertrinken pissen, ja, Dicker. Okay. Mann! 1:37 später. Hey, danke, Digga. Geht's danke. Wieder? Nee, warte, ich muss noch mal. Ja, jetzt passt. Fertig. Ja, passt, danke. Ja. Ah, Digga, kannst du noch mal? Nee, es geht nicht. Geh weg. Der verpennt er am Morgen. Das ist jetzt nicht dem sein Ernst. Das ist... Sag mal, hallo, Marcel. Junge, was machst du hier? Wie bin ich hierher gekommen? Ich war nur auf Toilette und bin wohl noch mal eingepennt. Wie, du bist noch mal eingepennt? Junge, wir müssen arbeiten seit einer halben Stunde. Ja, ich war nur kurz auf dem Klo. Ey, da ist irgendwas Mystisches passiert. Kann ich mir nicht anders erklären. Der möchte gern Fahrer. Hey, sorry, hast du noch ein paar Tipps, wie man irgendwie ein bisschen besser fährt hier? Weil ich wäre schon ganz gut, aber ich würde gerne noch ein paar Sekunden Zehntel rausholen, wenn es geht. Da fragst du genau den Richtigen. Du fährst einfach von hier immer schön weiter von aus nach hin, dass du hier eine möglichst gute Gerade hast. Da hinten fährst du nicht so einen großen Bogen. Da hinten einmal nur kurz anbremsen, dann auch schön innen. Also wir können auch gerne mal zusammen fahren. Ich fahre voraus und dann kannst du einfach sehen, wie es am besten geht. Aber ich stelle mal kurz das Kart rein, weil irgendjemand hat es da stehen lassen. Geh mal kurz auf Seite, ja? Ah. Und? Wollen wir loslegen? Nee, danke, Digga. Ich guck mir lieber Videos an. Ich glaube, dir erklären es besser. Der Sprücheklopfer. So Leute, willkommen bei Kardomania nochmal. Wenn ihr Fragen habt, ich bin der Marcel, gell? Super. Wer von euch ist schon mal Karten fahren hier? Du, sonst keiner. Ah, ja, okay, irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Naja, wie auch immer.
kurz an der Karts, rechts ist Gas, links ist Bremse. Über den Strecken haben wir gelbe Lichter, nicht verwechseln mit den Disco-Lichter im Club. Aber heißt langsam fahren, ne? Ganz entspannt, nicht mehr überholen und Zweikämpfe abbrechen. Ne? Also Boxhandschuhe daheim lassen. Naja, auf jeden Fall haben wir noch ein blaues Licht. Ne? Das ist eben dafür da, wenn hinter euch einer schneller ist, dann geht er kurz zur Seite und lasst denjenigen, der hinter euch ist, an euch vorbei überholen. Ne? Der Vergessliche. Ey, Digga. Ja? Wie viel Druck kommt noch mal rein? In Reifen? 1,3? Nee. Digga? Ja? Wie viel kommt noch mal in den Reifen rein? 1,3. 1,5. So, gut. Gasloch, ey. 1,5. Nee, das habe ich jetzt. Wo muss der Hebel stehen, damit ich es ankriege? Benzinhahn? Benzinhahn? Ja. Du hast mit Gaskarts zu tun. Ja, stimmt. Also einfach ziehen? Ja, gucken, dass Zündung an ist. Einmal so entlang gehen, dass der Pfeil nach unten zeigt. So kannst du es merken. Aha. Muss ich da nicht noch irgendwas aufdrehen? Ja, den Gashahn, aber der sollte offen sein. Wir haben schon seit 4 Stunden geöffnet. Ziehen, Zündung, Zündung, ziehen, Gashahn, ziehen. Wie viel Bahn nochmal? Die Gelblicht-Zwillinge. Oh, da hat sich einer gedreht. Oh. Hä? Was ist mit den Lichtern los? Der Lichttechniker. Ah, dem gebe ich mal blau. Oh, falsche Taste. Jetzt ist er schon vorbei. Mist, warte, jetzt kommt er hier gleich. Dann ist das, glaub, das hier. Oh, nein, Mist. Warte mal. Blau, okay. So, warte, jetzt fährt er hier. Oh, warte. Ah, nee, das war, nee, warte. Nee, ach, Mist. Ach, warte mal. Nee, halt, stopp. Ah, Mann! Ich komme nicht hinterher. Oh, Moment. Ja. Moment. Oh. Mist. Ah. Marcel? Ich hab keinen Bock mehr. Du bist nicht in der Disco. So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr hattet Freude, das Ganze anzugucken. Wenn ja, dann lasst uns doch einfach ein Like da. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das schaut. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt. Wie viel Bahn nochmal?